das System hier zu befreien. Google Chromecast, kein Problem, ist hier drin. Und aber auch Android TV. Der MoGo Pro ist jetzt bereit für seinen allerersten Einsatz. Ja, schaut mal, meine Freunde, so muss das aussehen. Hey, es ist wieder soweit und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Freut mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn heute ein Produkt, dieses hier, welches uns das Zuhausebleiben etwas verschönern möchte. Der XGIMI MoGo Pro ist ein kompaktes Beamer-System mit Funktionen, die man nicht oft in solchen kompakten Systemen wiederfindet. Und deswegen lasst uns doch das Gerät gemeinsam ausprobieren. Viel Spaß bei diesem Video. Ich habe ja schon einige kompakte Beamer oder Projektoren hier auf meinem Kanal vorgestellt. Und dabei ist mir aufgefallen, wenn man sich den MoGo Pro anschaut, dann bietet er viele Funktionen, die Systeme in dieser kompakten Klasse nicht bieten oder auch nur zum Teil. Was genau, das erzähle ich euch hier im Laufe des Videos. Wir werden das Gerät zunächst einmal auspacken, ich werde euch meinen ersten Eindruck vermitteln, technische Daten erzählen und ich werde euch beschreiben, wie gut die Video- und Audioqualität ist. Apropos Audioqualität, der MoGo Pro bietet bei seiner kompakten Bauweise eine Lautsprechereinheit von Harman Kardon. Und hier bin ich natürlich sehr gespannt, wie gut sich das Ganze anhören wird, denn wir wissen ja, Projektoren und interne Lautsprecher, das passt nicht immer gut zusammen. Naja, schauen wir gleich mal, wenn das System in Betrieb genommen wird. Und machen wir auf das Ganze. Sind einige Teile. Wir haben noch in einer parallelen Box Stromkabel. Die sind hier nicht in der Verpackung. So. Okay. Papierkram, zum einen eine Bedienungsanleitung, die natürlich auch auf Deutsch. Und auch eine Garantiekarte. Wir machen den Anfang mit dieser Box. Und da sind folgende Sachen drin. So, zum einen, nein, das ist kein Popcorn für das Kinoerlebnis, haben wir hier unser Netzteil. Mit dem wird natürlich der MoGo Pro betrieben. Eben im Intro habe ich ja erwähnt, dass uns das System die Zeit zu Hause verschönern soll. Stimmt so? Aber wir können das Ganze auch mit rausnehmen. Sogar unabhängig von einer Steckdose. Denn wir haben hier einen fest verbauten Akku mit 10.400 mAh. Und wenn der Akku einmal vollgeladen ist mit diesem Netzteil, können wir mit einer Akkuladung 2 bis 3 Stunden Film schauen. Das ist natürlich abhängig von der Helligkeit, aber bei etwa 60% Leistung, sagt man. Das heißt, ein Film, sogar ein Film in Überlänge, wäre mit einer Akkuladung abgedeckt. Ihr könnt das Ding mit rausnehmen in den Garten, beim Zelten, wo auch immer, und euch ganz gemütlich einen Film reinziehen. Mit dem MoGo Pro wird auch diese Fernsteuerung mitgeliefert, finde ich auch ganz cool. Ist natürlich auch nicht gang und gäbe, dass solche kompakten Systeme eine extra Fernbedienung bekommen. Das Ganze sieht wie folgt aus, besteht aus einem Plastik. Das hier sieht aus wie ein Metall, ist aber auch aus Plastik. Natürlich, wenn das Teil aus einem Aluminium gefräst wäre, würde es einen wertigeren Eindruck machen als das Plastikgehäuse hier. Aber es ist jetzt auch nicht das billigste Plastik. Es lässt sich nicht drehen, es knatscht auch nichts und das ist auch schon viel wert. Wenn wir uns die Bedienung einmal genauer anschauen, haben wir hier oben den An- und Aus-Knopf, einen Menüknopf. Wir haben hier einen Google-Button, denn das System hat ein Google Chromecast fest verbaut. Dann haben wir hier noch Menüknöpfe zum Navigieren, zurück, Home, laut und leiser. Jetzt ist es an der Zeit, das System hier zu befreien. Und ich muss sagen, das, was ich jetzt schon sehe und vor allem auch fühle, macht einen superwertigen Eindruck. Das Design gefällt mir. Das Material ist ein Metall, fühlt sich kalt an und hört sich auch so an. Und was ich euch sagen möchte, unten in der Beschreibung ist ein Link zu diesem Produkt. Und das Tolle, es wird direkt von XGIMI aus Deutschland ausgeliefert. Gerade jetzt in Zeiten, wo Amazon und Co. so ein wenig ausgelastet sind, dort sollte laut meiner Information eine relativ schnelle Lieferung aus Deutschland gewährleistet sein. Und das ist aber auch noch nicht alles. Ich habe zusätzlich einen Code platziert und mit diesem Code erhaltet ihr einen Rabatt von 10% auf eure MoGo Pro Bestellung. Ich denke, das ist auch nochmal eine feine Sache. Das nur mal am Rande. Machen wir mal weiter. Die Folien hier entfernen, zack, und hier die nächste, und jetzt ist das Gerät in seiner vollen Pracht quasi zu sehen.
Apropos sehen, auf der Oberseite haben wir zum einen das XGIMI-Logo, eine Status-LED, leiser, lauter, Play und Pause. Hier vorne in der Leiste haben wir die Einheit für den Autofokus und dann natürlich die Einheit, die uns das Bild projiziert. Und jetzt aufgepasst, ich habe ja vorhin gemeint, dass ich schon einige kompakte Beamer-Systeme hier gezeigt habe. Und das ist somit das erste in dieser kompakten Größe. Es gibt natürlich auch andere auf dem Markt, aber ich meine von denen, die ich getestet habe, die das Bild in einem echten Full HD an eure Wand werfen. Und das ist natürlich eine starke Leistung bei dieser kleinen Größe. 1920 x 1080 Pixel werden tatsächlich dort an der Wand auch ankommen. Natürlich jetzt die Frage, alle Fragen, wie groß ist denn das Bild, welches das System an die Wand werfen kann? Bis zu 100 Zoll groß. Und das Coole, das System kann auch 4K-Quellen verarbeiten. Das heißt, wenn ein Signal in 4K reingeht, kann der Beamer damit umgehen und wirft es dann weiter an die Wand in Full HD. Die Helligkeit wird hier mit 300 Ansilumen angegeben. Natürlich, die technischen Daten machen jetzt Lust auf mehr. Ich will unbedingt sehen, wie gut die Videoqualität ist, wenn wir das Ganze gleich ausprobieren. Also Full HD bei der Größe richtig cool. Da hört es aber noch lange nicht auf bei dem System. Wenn wir zu den Schnittstellen kommen, auf der Rückseite das Ganze, sehen wir Folgendes. Der Ein- und Ausknopf, einen Klinkenanschluss, eine HDMI und USB-Schnittstelle. Das hier ist für unsere Stromzufuhr gedacht. An der USB-Schnittstelle könnte man Festplatten oder Speichersticks anschließen, also Speichermedien allgemein. Und natürlich, mir fällt als erster Einwendungszweck ein, hey, da könnte man doch direkt Drohnenaufnahmen drüber anschauen. Entweder die eigenen, die man just for fun gemacht hat, oder wenn man zum Beispiel einen Kundenauftrag geflogen hat. Man hat das Gerät dabei, wirft das Bild in groß beim Kunden an die Wand und er kann direkt anschauen, was ihr da aufgenommen habt. Bei der HDMI-Schnittstelle ist, denke ich mal, klar, was wir mitmachen können. Wir können hier zum Beispiel ein Notebook anschließen oder auch eine Spielkonsole, ob es jetzt eine Switch ist, eine Xbox oder PS4 oder dann vielleicht schon auch die kommenden neuen Spiele-Konsole-Generationen. Und natürlich, klar, ganz klassisch, ein Blu-ray-Player könnte man hier auch dran schließen. Ich habe ja vorhin erwähnt, Google Chromecast, kein Problem, ist hier drin und aber auch Android TV. Das heißt, hier stecken nicht nur Lautsprecher drin, eine Beamer-Einheit, nein, sogar auch noch eine Recheneinheit. Sind zwar nur 2 GB RAM mit 16 GB Speicher, aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein unabhängiges System drauf laufen. Und dank des Android TV haben wir Zugriff auf tausende Apps, die wir hier drauf benutzen können. YouTube und was es da alles gibt, gerade auch zum Filme schauen. Aber auch nicht nur Filme schauen. Neben Wi-Fi ist hier auch Bluetooth verbaut. Das heißt, wir könnten einen Game-Controller direkt hier dranhängen und über den Beamer zocken, ohne der MoGo Pro ist jetzt bereit für seinen allerersten Einsatz. Da vorne habe ich ihn bereits aufgebaut. Wir haben hier zwar eine automatische Trapezkorrektur, aber bei anderen Geräten ist es dann so, dass man die Beamer-Einheit nach oben, unten neigen kann, wenn man denn das Bild jetzt etwas höher projizieren möchte. XGIMI bietet in dem Fall ein kleines Dreibeinstativ mit Kugelkopf an, dass man dann den Beamer vom Winkel her frei einstellen kann. Ihr seht es im Hintergrund, habe ich eine Leinwand aufgebaut. Ist jetzt keine allzu teure, aber ich finde das Ergebnis immer ganz gut. Mit dieser Leinwand habe ich schon viele weitere Beamer hier auf meinem Kanal getestet und ich möchte ja immer den gleichen Untergrund haben, damit alle Systeme unter den gleichen Bedingungen getestet werden. Natürlich könntet ihr jetzt hingehen und irgendein Kochvideo in der Küche an die Wand werfen, das ist egal. Was auch ganz cool ist, man könnte das Gerät jetzt hinlegen und zum Beispiel im Kinderzimmer einen Disney-Film an die Decke werfen. Ich werde den MoGo Pro jetzt zum allerersten Mal einrichten. Der war bisher noch nicht im Einsatz. Und dann wird der Raum hier abgedunkelt, um die bestmögliche Videoqualität zu erzeugen. Ich habe das Gerät eben schnell ohne Kamera eingerichtet. Das heißt, den MoGo Pro ins Heimnetzwerk eingebunden, also auch mit dem Internet verbunden und mich bei Google eingeloggt, damit ich vollen Zugriff auf das Android TV habe. Und das ist dann unser Startbildschirm. Das Bild wird gerade in etwa 100 Zoll auf die Leinwand projiziert, also kein kleines. Und was ich hier schon sehe, das sind auf jeden Fall schöne Farben und Details.
Thumbnails, die uns entgegenstrahlen. Ich achte oft auf das Rot, gerade vom YouTube-Icon. Das ist schön knallig, das Blau kommt gut rüber. Aber ich werde gleich noch ein YouTube-Video von mir starten. Schönes Drohnen-Footage, um nochmal auf die Videoqualität einzugehen. Und dann hören wir auch mal hin. Ich bin schon auf den Klang der Anlage gespannt. Apropos Klang. Ich sitze gerade einen halben bis Meter weit weg von dem Beamer. Und ich muss sagen, der ist richtig leise. Also ich höre nichts vom Lüfter. Ich gehe mal ganz nah ran mit meinem Lavalier-Mikrofon. Ein ganz dezentes Surren, das ist total angenehm. Ansonsten zu der Oberfläche, wir haben hier ein Android TV, das heißt, wir haben Zugriff auf die besagten Apps. Wir können sehr viel installieren, ob es jetzt ein YouTube ist, Netflix, Disney Plus oder auch andere Apps, wie hier schon vorgeschlagen wird. Also die Auswahl ist schon beachtlich und man kann sich hier richtig gut die Zeit vertreiben. Wir können natürlich hier auch Projektoreinstellungen vornehmen. Ja, die Helligkeit, die Trapezkorrektur, auch der Fokus wird automatisch eingestellt. Das ist dann so ein kleines Pumpen, was das Gerät zu Beginn macht. Und dann gibt es noch weitere Geräteeinstellungen wie die Sprache und so weiter. Es ist schon einiges, was man hier machen kann, aber kennt man alles von Android TV. Wir haben hier auf der Fernsteuerung den Google-Button. Den können wir jetzt gedrückt halten und einen Sprachbefehl äußern. YouTube. Zack, und schon startet die App von alleine. Wir werden jetzt zusammen in den zweiten Teil meines DJI Mavic Mini Videos reinschauen. Wir haben hier viele Grüntöne, einen schönen blauen Himmel und auch das Rot hier jetzt in dem Intro. Da sollten wir auch drauf achten, wie knallig das Ganze rüberkommt. Uff, Leute, das ist ein richtig nices Rot. Schön knallig, so muss das sein. Okay, das gefällt mir. Schönes Grün. Die Teils sind da. Ich nehme keine Pixel wahr. So knallig wie das Video von den Farben her auch ist, weil es wirklich ein schöner Herbsttag war mit vielen bunten Farben, die Wiese noch schön saftig, die Bäume hatten da einen richtig schönen Orange und der Himmel schön blau und all das kommt hier auch so wirklich rüber, wenn ich es mit meinem bloßen Auge hier an der Leinwand sehe und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Leistung. Ich erkenne auch keine Pixelbildung, gerade bei der Schrift ist alles top. Zu den Rändern hin verändert sich nichts an der Schärfe, das haben ja günstige Beamer-Modelle, dass das Bild dann nach außen hin ins Unscharfe aussieht. Läuft, ist hier aber nicht der Fall. Ich spule noch mal weiter auf eine Luftaufnahme, die für uns interessant werden könnte. Mehr Lautstärke. Ton ist wirklich brauchbar bei der Größe. Eine leichte Pixelbildung, aber das ist im YouTube-Video, nicht am Beamer. Ja, schaut mal, meine Freunde, so muss das aussehen. Eine schöne Struktur. Das war ja also der allererste gemeinsame Flug mit der brandneuen DJI Mavic Mini. Also hier schneidet das Gerät schon gut ab. Lasst uns mal kurz ein Auge drauf werfen, wie es aussieht, wenn wir hier eine Spielkonsole anschließen und ein Game laufen lassen. Oh, das sieht gut aus. Lasst mal bei Sea of Thieves reinschauen. Da haben wir ja auch viele bunte, knallige Farben. Oh, ich liebe einfach die Grafik von Sea of Thieves. Habt ihr das Game schon mal gezockt? Das ist einfach mal so ein Game zum Entspannen, finde ich. Schaut mal, wie gut das rüberkommt. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit schwärmen, aber ich finde tatsächlich, die Farben kommen richtig geil rüber. Genauso wie in dem YouTube-Video eben, sieht man auch hier dieses schöne Grün. Auch das Wasser kommt richtig gut rüber. Meiner Meinung nach bei Sea of Thieves eins der schönsten Gewässer, die es in Computerspielen gibt. Gibt es was zu futtern? Ein Banänchen? Denn wir waren leicht verletzt. Lass mich mal schnell das Messer schnappen, damit diese Benachrichtigung verschwindet. Boom. Das ist aber ein süßes Messer, ne? Wow! Weg mit dir! Zack, zack! Du kriegst eine geschallert, mein Freund. Okay, auf B verstauen. Ja, ich habe hier einfach mal das Tutorial gestartet, um euch
wenig die Videoqualität zu zeigen. Und gerade hier bei dieser Szenerie, wenn man jetzt hier so von diesen schönen, bunten, knalligen Aufnahmen rüberschwenkt nach links Richtung der Behausung hier und dem Wasserfall. Gerade wo viel Schatten ist, merkt man, okay, wir spielen tatsächlich an einem Beamer. Hier würde natürlich ein guter Fernseher ein besseres Bild erzeugen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir den kleinen, kompakten MoGo Pro überall auch mitnehmen können und ganz spontan mal an jede Wand werfen können. Und das ist auch viel wert. Ich denke mal, wenn man gerade hier diese Aufnahmen jetzt sieht, merkt man, okay, das Gerät ist auch zum Zocken geeignet. Ich habe keine Probleme, mich hier zurechtzufinden, zu steuern oder ähnliches. Das Bild wird sofort auf die Leinwand projiziert. Na, wer würde hier auch gerne Drohne fliegen? Ich auf jeden Fall. Und mit diesen Bildern möchte ich das heutige Video langsam zum Ende kommen lassen. Jetzt noch ein ganz kurzes Fazit, um das Gesehene zusammenzufassen. Wenn ich das Gerät beschreiben müsste, würde ich sagen, wir kriegen hier ein gutes Gesamtpaket. Hier stimmt vieles. Angefangen von der Verarbeitungsqualität, den technischen Daten, bis hin zu der Lautsprechereinheit, die zwar keinen Premium-Klang liefert, aber nichtsdestotrotz eine gute Figur macht. Natürlich, es gibt Lautsprecher in dieser Größe, die haben dann mehr Bässe, vielleicht noch ein bisschen mehr Lautstärke. Nachdem die Ohren bedient worden sind, ging es dann auch weiter mit den Augen, der Videoqualität. Und auch hier hat das Gerät eine gute Figur gemacht. Das Bild wurde in 100 Zoll an die Wand geworfen. Schöne Farben, tolle Kontraste, die Schärfe bis hin zu den Ecken. Und ich konnte mit meinem bloßen Auge keine Pixelbildung wahrnehmen. Die echten 1920x1080 Pixel in der Auflösung sollten viele Geräte in dieser kompakten Größe haben. Selbst der Lüfter war kaum zu hören. Eine der Stärken dieses Gerätes, das sind die Verbindungsmöglichkeiten. Ob es jetzt das USB ist, ein HDMI-Eingang, dann auch noch das Android TV. Und mit dem Chromecast können wir kabellos vom Smartphone, Tablet aus Videos an den Beamer senden und direkt abspielen. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es werden bald wieder Drohnen kommen. Schon diesen Monat, das verspreche ich euch, was ganz, ganz Neues. Also wartet noch mit dem Copter-Kauf. Lasst gerne ein Abo da, um diese Videos nicht zu verpassen. Bis dann. Ciao.